Okay guys, das ist DJ Michael X. What up YouTube World? Wie ihr mitbekommen habt, ich habe es jetzt in Facebook veröffentlicht, in YouTube noch nicht, das wird noch alles hochgeladen. Aber der Punkt ist, ich habe dieses Spiel, mein erstes Projekt, Final Fantasy XIII Blind in German, endlich durchgekriegt, nach ungefähr 1,5 Jahren. Passt ja. Hinter mir, besser gesagt direkt gegenüber von mir, der Kameramann, DMC Fun, der mich da durchbegleitet hat. Leider nicht durchs ganze Projekt. Ja, war ich immer wieder nicht da, aber auf jeden Fall mache ich das, weil die meisten Leute auch gesagt haben, dieses Spiel ist absoluter Bullshit, dies, das. Und also, was ich dazu sagen kann, ist, meine Meinung dazu ist, dass mit diesem Thief, Lissy, Falsy, das ist ein bisschen verwirrend. Also man muss da schon öfter sowas hören und sich durch den Kopf gehen lassen und viel sehen, damit man weiß, okay, das ist das und so, das ist verwirrend. Aber da frage ich mich, braucht man das überhaupt? Man hätte es irgendwie anders einsortieren können und alles hätte gepasst. Aber von wegen Story und die Handhabung des Games, das Aufleveln und so, es ist nicht so schlecht, dass ich sagen würde, es ist scheiße. Und es gab bei mir viele Momente, wo ich einfach nur durchzocken wollte. Einfach nur durchziehen, weil ich gerade in diesem Spielrausch drin war. Und deswegen würde ich Final Fantasy 13.1 3 von 5 Sternen geben. 3 von 5 Sternen, weil ich habe noch andere Final Fantasies gezockt und gerade das Ending. Also hat dir das Ending auch nicht so gut gefallen. Es war okay, aber es ist für mich kein Final Fantasy Ending. Weil Final Fantasy Ending ist nicht nur kurz, boah, sondern ein Final Fantasy Ending ist so ein Flash ins Gesicht, das begleitet dich die ganze Woche mit. Man muss voraussehen, um das Ending zu beurteilen, dass das Final Fantasy 13 mehrere drei Teile hat. Ja, aber du musst überlegen, ich habe mir das Ending von 7 angeguckt und da gibt es mehr als 5 Teile davon. Okay. Und Final Fantasy X hat X2. Ja, aber X2 wurde nie so... 12er hat gar kein weiter Dingens und ist trotzdem nicht gerade... Also ich finde den 13er besser als den 12er, das sage ich hier jetzt sofort. Okay. Finde ich viel besser. Und Lightning als Hauptcharakter, hammer Ding. Vanille mit ihrem Rumgestöhn, das hat mehr aufgeregt, als das Leute bestimmt geil gemacht hat. Und das Fang immer so in den Vordergrund gepusht wurde, vor allem in den letzten Cutscenes. Ja, okay, das hat zwar mit den zwei im Endeffekt was zu tun, aber für mich war der Hauptcharakter Light und sie hätte auch in der Mitte stehen bleiben sollen. Also vor allem diese Ending-Szene hat das alles in so ein Licht gezogen, wo man sich so denkt, aber der Spielspaß und so und alles vom Final Fantasy her ist cool. Man kommt da locker durch, man kriegt das alles hin, es gibt genug Sidequests, genug anderes Nebenscenes und so. Wie gesagt, 3 von 5 Sternen. Ich bereue es nicht, dass ich mir das gekauft habe. Ich habe mir den 13.2 auch schon geholt, den mache ich offline, wenn ich den durch habe. Leih ich mir von Crypt den 13.3 aus, den mache ich auch offline. Wie gesagt, ab morgen kriege ich FFX HD, aber zu diesem Spiel, wer sagt, das ist complete Bullcrap, stimmt nicht. Bleib mal kurz draußen. Um so dumm an der Tür zu klopfen, ist behindert. Auf jeden Fall, finde ich eigentlich hammergeil dafür, dass es so schlecht geredet wurde. Es hätte viel schlimmer sein können. Es war alles okay. Es war nicht unter der Gürtellinie. Es hätte besser sein können für Final Fantasy selbst. Aber insgesamt war es doch nicht so schlimm. Also ich bin durchgekommen. Und ich würde sagen, ihr müsst es nicht zocken. Aber für die Leute, die Final Fantasy allgemein gern zocken, holt es euch. Okay, das sage ich jetzt irgendwie ein bisschen spät. Aber trotzdem. Ich sag mal so, wer noch den 13er nicht gespielt hat und... du kannst mal sagen, als Einsteiger, wenn man mit 13er anfängt, ist das gut? Ja, aber der Punkt ist, es ist sehr gut als Einsteiger, aber der Punkt ist, es
hat nichts mit dem Retro Final Fantasy zu tun, weil da schon viele, also es ist viel zu fortgeschritten, das ist an die sag ich jetzt mal alten, nicht ersten, aber alten Final Fantasies erinnert. Okay. Und ja, aber für Einsteiger ist sowas gut. Es ist halt dann der Punkt, wenn man bei dem 13er erst einsteigt, dann gucken die alten Final Fantasy Fans dich halt dumm an, von wegen, was laberst du da und wie kannst du das mögen, kennst du den 10er und weiß ich was alles nicht. Aber trotzdem, ich find's nicht so schlimm. Ich find Lightning geil. Jetzt kommt's. Warum hier? Habe ich von Kumpel bekommen. Nick, danke nochmal, dass du ihn extra sie von der Gamescom abgeholt hast. Ich bin dir dankbar, ich werde sie nicht auspacken, ich verspreche es. Und damit wären wir auch schon am Ende meines 13 Reviews. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen und wir sehen uns für noch mehr Let's Play und Final Fantasy Action auf meinem Kanal später. Word!